You're so done for. It's off limits here. Go home. Okay. Okay. Es war so klar, dass man uns hier erwischt, ne? Hätte ja auch niemand mit gerechnet. Wie Signal Beam. Leck mich doch. Leftovers. Level 70. Yay. Noch ein Electrode. So, voll aufgeheilt mit Leftovers. Können wir auch mal Erdbeben machen. Und ein Hypno. Hypno. Bleiben wir drin. Einmal, bei Hypno haben wir doch Shadowclaw. Schon eine Geistattacke. Und Shadowclaw klingt ja auch so, als wäre sie physisch. Natürlich perfekt gegen Psychos. Ah, Bingo. Ach, die Karte, die hatte ich ja gefunden. Ach, cool. No, stop, help! Thunderwave? Ey, cool, der kann den Thunderwave lernen. Niemand! Not able! Da kann ich mal Thunderwave lernen. Aber wir haben schon die Card Key. Das ist ja cool, dann kann ich mich ja hier ungehindert bewegen. Na du! Was guckst du so, hä? Du willst es doch auch wissen, ja? Du willst es doch wissen, hä? Nummer 55 ist schon mal ein Level, ne? Und das sind nur Grunts. Also nur Members. Man muss mal überlegen, was wird denn hier wohl der oberste Boss haben? Wobei ich immer dann auch der Ansicht bin, der oberste Boss wird Giovanni sein. Was für einer? Ach, der komische Unra-Typ-Ton. Unra-Titox war, glaube ich, die Vorentwicklung. Wie heißt das Ding denn? Bin ich leider nicht voll auf dem Laufenden, was Schwarz und Weiß angeht. Ich habe die Edition zwar hier, aber ich glaube, die Schwarze habe ich hier. Aber frag mich nicht. It must be stopped. Oh, das ist einer von den... Das ist einer von Schwarz und Weiß. Ein Plasma. Was? Nee, Moment. Plasma? Scheiße, ist ja Unlicht. Plasma? Doch, Plasma war Schwarz und Weiß. Ja, klar. Jo. Ach, das sind jetzt die Wächter hier. Alles klar. Guck mich mal um. Gibt es eigentlich auch Teleporter? Aber hoffentlich nicht. Ach, guck. Ich bin kein Trainer, ich bin doch nur ein Wissenschaftler. Lass mich. Ja, ich lasse euch auch in Ruhe. Alles ist in Ordnung. Erdbeben könnte ich jetzt so einsetzen, ne? Das mache ich jetzt auch. Komm, und da kommt Bruder Lander rein. So, machen wir schnell Erdbeben, dann sind die auch gut bedient. Da liegt Nummer 1, Bruder Lander kriegt keinen Schaden und Nummer 2 ist auch weg. So und nicht anders. Da, la, la, la. Okay, es gibt keine Teleporter. Finde ich eigentlich ganz gut. Hyper Potion. Aber das ist auch 1:1 jetzt der Silphscope nachempfunden hier. Ja, nicht 1:1, die Treppen sind anders gesetzt. Aber doch ein Großteil. Das ist meins. TM41, was ist das denn? Da müssen wir doch gleich mal gucken. Torment. Using the same. Ach, okay. Jetzt kann ich dieselbe Attacke nicht nochmal einsetzen. Ja, ja, okay. Mhm. Hab ich verstanden. Ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißt. You're a bastard! What? No way! Das ist natürlich kacke. 57, man muss doch mal gucken, was für ein Level die haben, ne? Und 57 war schon... Holla! Wie, hast du mich Punk genannt? Wag es noch einmal, mein Freund. Mich Punk zu nennen. Und ich muss gerade mal eben kurz... unter meinem Schreibtisch verschwinden. Wartet, ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. So. Ja, ich musste nur kurz... was pullen. So, Moment. Jetzt setze ich wieder richtig. Na, du musst auch ein Trainer sein, ne? Ja, ja, komm her.
Da fiel mir gerade was ein, was ich noch machen wollte. Und das habe ich jetzt getan. Nämlich dieses Elektrode vernichten. Geht's auch noch weiter. Dann holen wir uns erstmal hin. Gehen wir erstmal hier rein. Escape Rope. Full Heal. Max Revive. Nice. Oh, ein Pipi. Das Level ist injured. Oh nein, nimm es doch mit. Ja, warum denn? Es stirbt sowieso. Hier ist gar nichts. Das ist ein verletztes Pipi. Nimm es doch mit, Duran. Nimm es mit. Tja, dann nicht. Bah! Ha, ausgetrickst. Überraschungsangriff. Holla. Kamerupt und Markago. Das ist natürlich ganz schlecht. Dann müssen wir wieder auf die altbewährte Erdbebenflugstrategie ausweichen. Die dafür sorgen wird, dass hier ordentlich... Markago sieht ja auch geil aus. Aber hallo, oder? Guckt euch das mal an. Die Farbe ist gut getroffen. Das Gesicht sieht nice aus. Schön gemacht. Leider konnten wir es nur kurz erblicken. So, haben wir es dann. Danke. Mal gibt es ja hier das Card-Dings. Aber gibt's. Oh ja, klar! Guten Tag. Hundemon. Weißt du, für Hundemon habe ich ja gar keinen Respekt, weil Hundemon einen unglaublich schlechten Verteidigung hat. Aber Hundemon ist halt schnell und hat einen super Spitzangriff, deswegen mag ich es so gerne. Warum patrouillieren die denn hier? Warum hast du jetzt sowas? Kann ich auch mit Gift angreifen hier. Numel? Ach, Kamaup. Kamaup. Ja, ich weiß. Earth Power. Ich glaube, es hackt, ey. Alter! Hallo! Ist ein bisschen übertrieben, ne? Earth Power. Was ist das für eine Attacke? Slugma. Ich weiß nicht, was das für eine Attacke ist. Earth Power. Oh, ein Magma. Magma. Da müsste man vielleicht nochmal, vielleicht lernt mein Excadrill das ja auch noch. Earth Power klingt zumindest nach einer nice Attacke. So, ihr lasst mich da nicht durch das Haus. Ich muss, das heißt, ich muss außen rum. Jetzt werden wir auch ein bisschen switchen. Pagator. Ja. Na, was geht hier los? Fairy-Type? Oh, der Feentyp. Cool. Da müssen wir aufpassen. Feen sind stark gegen Drachen. Das weiß ich noch. Protein. Nice. Das setzen wir doch gleich mal ein. Protein. Erhöht die Attacke. Das ist doch was für dich. Yeah, Excadrills Attacke geht hoch. Oh, da steht er. Ich hab doch gehofft. Geil. Haben wir TM1 gefunden? Was war das denn? Focus Punch. Oh, die stehen da tatsächlich. Ich habe ja darum gehofft, dass diese Vorstände noch alle nochmal wiederkommen. Und da sind sie. Das ist zumindest einer von ihnen. Mark. So, dann heilen wir mal eben Excadrill auf. Aber ich werde ihn wahrscheinlich hier in diesem Fight eh nicht brauchen. Höchstens als Bauernopfer. In diesem Fall wird dann wohl Impagator die Hauptrolle spielen. Ich habe ihn schon vorne. Dann wollen wir doch mal safen. Doppelt gesaved ist besser. Nochmal safe Detail. Oder gucken wir mal. Maxi, I finally have my power back as leader of Team Magma. You think you can take that away from me? You're being controlled. Team Magma was a past. It's time to get over it and quit. This power trip you are on. Let's do this. Ich gucke ihn gar nicht an dabei. 6 Pokémon, Magma Leader Maxi. Ninetales. Oh fuck. Er fängt auch mit, gleich mit Ninetales an, was Dürre kann. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Oh, damn it. Nasty Plot. Jetzt geht aber die Post ab hier. Hallo, triff mal. Nein, das tut voll weh. Boah, wie viel das abzieht. Eieieiei.
Dankeschön. Oh, es killt nicht mal. Damn it. Okay, er wird aber jetzt heilen, vermutlich. Das heißt, ich mach mal Scald. Ja, Scald zieht nämlich extrem wenig ab, leider durch die Dürre. Da müssen wir gleich zu anderen Mitteln greifen, aber ist kein Problem. Stone Edge! So, Voluna ist down. Gott sei Dank. Okay, Typhlosion. Ich bleib jetzt mal drin und mache einfach mal Stone Edge weiter. Bis. Oh, 63. Puh. Bis Impagator drauf geht. Mann. Er steht auch noch. Wie unfair ist das denn? Oh, Shadowclaw. Das war ein Schuss in den Ofen, kleiner. Magmortar. Ach, Magbrand. Klar. Magbrand kann Donnerblitz, oder? Das wird er auch wohl können, wa? Hab ich doch gewusst. Hab ich's doch gewusst. Und das war's mit Feraligatr. Kein Problem. Magbrand. Die beiden sind, oder die drei sind egal. Salamence muss rein. Ja, gut, allein da ein bisschen ordentlich Damage reinhauen hier. Dann geht das. Ich würde mal sagen Erdbeben. Erdbeben, Bodenattacke super auf. Feuerpokes auch. Magbrand so weg. Heatmore. Ach, das ist das. Also, es ist Stahl. Ist das nicht Stahlfeuer? Und jetzt war die Ameise was Stahl, ne? Er, glaube ich, nur Feuer. Na, keine Ahnung. Hauptsache, er ist weg. Candelure, das war dieser Geist. Der kann aber schweben, meine ich. Das heißt, wir greifen mit Dragonclaw an. Der hat keine gute Verteidigung. Call Mind, ja. Das ist ganz nett. Bringt dir aber nicht viel. Dragonclaw killt. Und Rotom H für Hitze. Hat das Ding Levitation? Ich mach mal Erdbeben. Ah, okay, er kann Levitation. Ich wollte es dann doch mal testen. Der macht aber nicht wirklich viel Schaden dafür, dass Sonnenlicht ist. Und wir auch nicht so viele Level auseinander liegen. Ja, genau. Macht der Donner. Tschüss. Rotom Ofen. Hau ab. So, das war's. No, but how? Zäh,